Im heutigen Video dreht sich alles um die Farbe Weiß. Weiße Blüten. Also guck ich mir mein Video an, weil Weiß fasziniert mich. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin's wie immer, die Andrea, und heute dreht sich alles um die Farbe Weiß. Weiß ist die schönste Farbe, die man im Garten haben kann. Also bleibt dran, wird echt spannend und voll interessant. Also, ich will mal sagen, es gibt Leute, die wirklich einen Garten in Weiß hüllen. Weiß ist rein, ist unschuldig, ist einfach bizarr und schön. Wenn man im Februar durch seinen Garten stiefelt, wird man als allererstes die schönen weißen Schneeglöckchen sehen, die sich unterm Laub hervorschieben, gefolgt von den schönen weißen Krokuschen. Bei Krokuschen oder jeglichen Frühlingsblühen muss man sich merken, die sind alle giftig, spenden natürlich den ersten Nektar für die Insekten. Im März öffnet sich auch der Märzenbecher, wie der Name schon sagt. Der sieht schön aus, wenn man den als Duft gepflanzt hat. Der Milchstern, der sieht natürlich auch sehr schön aus. Und bei dem muss man aber aufpassen, der verbreitet sich unwahrscheinlich schnell im Garten. Das Schattenglöckchen, das sieht auch wunderschön aus, mit seinen kleinen weißen Glöckchen, die sich ebenfalls im März öffnen. Und dann ist es schon Zeit für die Osterglocke, es ist Ostern. Meistens ist dann schon der April und sieht einfach schön aus. Gleichzeitig wird sich auch das tränende Herz öffnen. Hier im Weiß gibt es auch in anderen Farben. Der Salomonsiegel, der sieht auch einfach nur schön aus. Der gehört einfach in jeden Garten, weil diese Glöckchen nach unten hängen und aussehen wie kleine Tropfen. Auch das weiße Seifenkraut gibt es in mehreren Farben, macht sich wirklich besonders gut in Steingärten. Genauso wie das Hornkraut, ist eine typische Steingartenpflanze. Eine weiße Pfingstrose wird nicht oft angeboten, aber wenn ihr die mal seht, greift zu und gestaltet damit euren Garten einfach hübsch. Jetzt sind wir schon im Mai angekommen und da blüht natürlich, wie soll es anders sein, der Rhododendron. Und ein Rhododendron, der gehört einfach in den Garten. Der macht den Garten so hübsch und verzaubert ihn irgendwie. Im gleichen Monat öffnen sich dann auch Rosen. Eine Rose gehört auch in jeden Garten rein. Das ist einfach ein Muss. Und weiß sieht es natürlich total schön aus. Der weiße Sonnenhut wird auch nicht oft angeboten, sollte man auch zugreifen, wenn man den irgendwo sieht. Die weiße Stockrose, die ist auch sehr edel, sehr erhaben. Das macht sich gut, wenn man kleinere Pflanzen unter die große Stockrose pflanzt, sieht hübsch aus. Oder aber dann die Rispenhortensie, die sieht wirklich richtig schön bizarr aus mit ihren großen weißen Dolden. Wenn man den Platz hat, sollte man der Pflanze einen Solitärplatz geben. Was mir sehr schön ist, sind weiße Seerosen, die sich zeitgleich auf dem Teich den ganzen Sommer über öffnen werden. Auch wer Hibiskus in seinem Garten hat, der wird die weiße Farbe zu schätzen wissen. Als Solitärpflanze, als Busch, als Strauch, als einzelne Pflanze, der macht sich wirklich gut im Garten. Der Sommerflieder, der hat wirklich, wie sein Name sagt, Sommer. Hochsaison, und wenn man den irgendwo sieht, soll man weiß zugreifen, also bei der weißen Farbe. Und der zieht Hummeln, Bienen, Wespen, Insekten an. Das ist wirklich ein Schauspiel im Garten. Der Phlox, der gehört auch in jeden Garten rein. Der sieht einfach nur sehr majestätisch aus mit seiner rein weißen Farbe. Sehr hübsch sind auch Sedum und Mauerpfeffer im schönen Weiß. Die eignen sich besonders gut für Steingärten oder da, wo viel Sonne scheint. Auch diese kleine, bizarre, weiße Blüte in der Fülle gesehen, sieht das dann ein schön weißer Farbplex aus.
Im Hochsommer ist auch wirklich Saison für jegliche Lilien. Mit Streifen, ohne Streifen, einfach nur schön. Lilien kann man sehr sonnig pflanzen. Und richtig schön sieht es aus, wenn die Zwiebel sich schon mehrfach geteilt hat. Und es kommen auf einer Stelle viele, viele weiße Blüten zum Vorschein. Nun sind wir schon im Herbst angekommen. Im Herbst dann macht diese Herbstaster nochmal den Garten schön bunt. Und weiß ist eigentlich so der krönende Abschluss im Garten, das halt majestätisch nochmal erscheint. Und wenn das Jahr sich dem Ende neigt, dann zeigen sich noch im November, Dezember die weiße Christrose rein majestätisch, sagt filigran. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass es mich wissen, indem du mir einen Daumen nach oben schenkst. In diesem Sinne, macht's gut, eure Andrea.